gentlemen, fight off the rules, attention my commands all the time, touch love, good luck, check in. Die letzten Worte von Ringrichter Oliver Breen und dann geht's hier gleich los im Schwergewichtskracher Granit Xalla. Der Mann, der noch ungeschlagen ist in seiner Profikarriere, abgewogen mit 123,3 Kilogramm. Zur ersten Runde. Also 8 Kilo schwerer als sein Kontrahent aus Venezuela. Das macht natürlich schon etwas aus. Xalla, ein mental sehr, sehr starker Boxer mit einer starken Führhand, die wir hier gleich zum ersten Mal sehen. Sein Kontrahent Garcia allerdings auch der vielleicht schwerste Prüfstein in der Profikarriere des Mannes aus Landshut. Und er ist gewarnt, sein Dauerkontrahent im olympischen Boxen, Peter Kadiru, zuletzt K.O. gegangen. Eine andere große Hoffnung im deutschen Schwergewichtsboxen. Also Xalla weiß, er muss hier heute 100% Fokus in den Ring bringen, aber dafür ist er auch bekannt. Sein Kontrahent Garcia, Nummer 1 in Venezuela, erfahrener Ringveteran. Spät Profi geworden, aber auch vorher schon Erfahrung gesammelt im olympischen Boxen. Sein erster Fight außerhalb Südamerikas für den Mann in den schwarz-goldenen Shorts. Xalla in Himmelblau wie immer. Erste Runde. Ein Abtasten, aber da die erste schöne Kombination schon von Xalla. Garcia zeigt sich unbeeindruckt. Schöner linker Haken. Schöne Rechte und die haben jetzt gesessen. Die hat er auf jeden Fall gespürt. José Marín Garcia. Und jetzt ist der Argon Sportpark erwacht. Und Granit Xalla hat mal gezeigt, was für eine Wucht da in diesen Fäusten steckt. Trainer Agron Cortisi am Ring, gerade kurz zu sehen, ruft hier die Anweisungen rein. Das Duo arbeitet seit Beginn der Profikarriere zusammen. Xalla hat ihn mitgenommen zu Agron und wir sehen hier, dass jeder Angriff von Garcia mit diesen Jabs und diesen Kontern beantwortet wird. Das ist hier Konterboxen auf allerhöchstem Niveau, was Xalla hier zeigt. Und immer wieder diese gestochene Führhand. Vom Boxer, der bei Bavaria Landshut das Handwerk gelernt hat und heute seinen nächsten Sieg einfahren will. Erste Runde in den Büchern müsste klar an Xalla gehen aus meiner Sicht, weil er viel, viel klare Treffer gesetzt hat. Garcia schon mal richtig Respekt eingeflößt hat mit seiner rechten Geraden und seinem linken Haken. Der Mann aus Venezuela bisher hauptsächlich mit seinem bösen Blick hier aktiv gewesen. Den hat der Xalla auch gerade noch mal zugeworfen, als die beiden sich in die Ecken verabschiedet haben. Aber alles in allem eine saubere Vorstellung von Xalla. Seconds out. Ringfrei zur zweiten Runde. Round 2. Zweite Runde im Schwergewichtskracher. Xalla, ja auch als olympischer Boxer, sehr, sehr viele Meriten gesammelt. Unter anderem zweimal den Brandenburg Cup gewonnen. Und wir sehen warum. Er kann hier den Gegner gut lesen und ist im richtigen Moment da. Nächste gute Treffer von Xalla. Der auch sehr, sehr gute Adaptionsfähigkeiten mitbringt. Im letzten Kampf
gegen Kevin Espindola, den er klar nach Punkten gewonnen hat im September. Deutlich aktiver gewesen, viel, viel mehr die Führhand gebracht. Heute lässt er seinen Gegner eher kommen. Auch jetzt gute Treffer von Schalla und jetzt explodiert er förmlich. Garcia greift an und steckt dann ein. Aber der hat hier exzellente Nehmerqualitäten, der Mann aus Venezuela. Seine Hose glitzert, seine Augen langsam nicht mehr so, weil Schalla ihn hier eindeckt. Mit klaren Granaten, die hier reinhageln. Das Schwergewicht ja international derzeit so gut besetzt wie vielleicht seit mehr als einer Dekade nicht mehr. Viele, viele Spitzenboxer. Allen voran natürlich Tyson Fury, der im Dezember seinen linearen Weltmeistertitel verteidigen würde, aber auch Alexander Usyk, Wilder, Joe Joyce, Anthony Joshua. Also die Spitze ganz, ganz breit. Da will Granit Xalla irgendwann natürlich auch mal hin. Der Weg aber dann doch noch ein gutes Stück. Ob er sich mit den aktuellen Größen nochmal messen wird, erscheint eher unwahrscheinlich. Er ist einer aus der Generation danach. Und er lockt seinen Gegner hier heran, um ihn dann gnadenlos zu bestrafen. Diesmal geht's gut für Garcia. Geht aus der Distanz, bevor ihn da die Linke von Schalla noch treffen kann. Na gut, jetzt mal mehrere Schläge hintereinander von Schalla, der so ein bisschen das Tempo jetzt rausgenommen hat. Das ist hier zu spüren. Sollte auch diese Runde auf den Punktzetteln für sich entscheiden. Und da war wieder diese Aktion. Schöne Maid-Bewegung da jetzt auch. Also Schalla 2.0, so wurde er vor dem Kampf in Wuppertal im September genannt. Heute ist es vielleicht schon Schalla 2.5. Defensiv nochmal ein gutes Stück besser geworden. Kann diese Qualitäten natürlich aber auch gegen diesen aggressiven Venezuelaner nochmal besser ausspielen. Granit Schalla, der Mann aus Landshut. Seconds out, seconds da waren sie, die Konter, die Schalla gesetzt hat. Zur dritten Runde. Runde 3. Round 3. Garcia, der von Patricio Retondaro betreut wird, zeigt sich hier bisher weiterhin in freudiger Offensivmanier. Attackiert, wie es seinem Naturell gemäß sich gehört. Aber gegen den Fels Schalla sieht er bisher zumindest kein Land. Schalla mit seiner Größe, mit seiner Reichweite, mit seinem Gewicht, der Prototyp eines Schwergewichtlers. Also rein von den körperlichen Voraussetzungen muss er sich da vor keinem verstecken. Jetzt gab es hier den nächsten Schlagabtausch. Garcia sucht wieder sein Heil im Vorwärtsgang. Ob das gut geht, ich wage es zu bezweifeln. Kommt hier nur schwer an Schalla ran und wenn, dann ist der Preis sehr, sehr hoch. Gleichzeitig kann Schalla jederzeit mit seiner Führhand den Kampf diktieren, hat einfach diese Reichweitenvorteile, die er defensiv und offensiv einfach dann kleine Vorteile bringen. Kleine Übung hier noch vom Venezuelaner. Macht die Beine noch locker und trifft da jetzt auch das erste Mal ganz gut mit dem linken Haken. Das Schwergewichtsgefecht hält bisher, was es verspricht.
Schöne Führhand von Schala. Gestochen scharf. Immer wieder die Führhand und so macht er natürlich auch auf den Punktzettel Eindruck. Wenn der Kampf mal stillsteht, punktet Schala mit der Führhand. Garcia fällt im Moment zumindest gar nichts mehr ein. Jetzt versucht er es wieder mit so einem wilden Vorstoß, aber die sieht Schala halt auch kommen. Da ist wenig Überraschungseffekt da. Jetzt mal ein guter Körpertreffer vom Venezuelaner, den hat Schala auch gespürt. Aber immer wieder die Führhand, die Schala auch diese Runde am Ende bringen sollte auf den Punktzetteln. Da wieder schön Haken. Aber Garcia, der hat sichtlich Spaß hier bei der Sache. Also der ist noch voll dabei, genießt hier das Duell. Muss hier aber diese Aggressivität, die ja gut ist beim Boxen, irgendwie auch ummünzen in klare Aktionen. Das gelingt ihm zu selten. Schala ist da ganz anders. Einmal kam er durch in dieser Runde zum Körper. Vielleicht sehen wir es hier in dieser Zeitlupe. Hier sehen wir nochmal die schöne Bewegung von Schala an den Seilen. Und da zum Abschluss der schöne linke Haken, der gesessen hat. Also alles in allem klare Vorteile für den Argon-Boxer. Aber es macht auch Spaß, dem Venezuelaner Garcia hier zuzusehen, der hier mit vollem Herz bei der Sache ist. Ringfrei zur vierten Runde. Round 4. Argon Sportpark ist wieder da, feuert Schala an. Knapp 200 Zuschauer haben sich hier in die umgebaute Tennishalle eingefunden. Mehr sind aus Brandschutzgründen auch nicht möglich. Also das ist das Maximum. Und natürlich muss Schala hier auch aufpassen. Wir sind im Schwergewicht. Ein einzelner Treffer kann bei der Härte der Schläge, und die Härte hat Garcia, alles hier drehen. Und wenn Schala ein Manko in der Defensive hat, seine Führhand, sie fällt oft zu tief. Er kann es sich hier an sich leisten, weil Garcia nicht rankommt. Aber Möglichkeiten beständen da durchaus, ihn da zu überrumpeln. Über die linke Außenbahn. Aus Schalas Sicht. Jetzt versucht das Garcia auch, kommt nicht ganz ran. Aber in der Zeit, wo Garcia hier, oder die Garcia braucht, um überhaupt seinen Angriff zu starten, hat Schala schon 5-6 Mal mit seiner Führhand gepunktet. Bewegt sich jetzt hier auch wieder schön raus. Und hat den Gegner jetzt eigentlich da, wo er ihn haben will. Aufwärtshaken findet nicht ganz sein Ziel. Immer wieder die Führhand von Schala. Aber Garcia, unermüdlich geht der Mann aus Venezuela nach vorne. Zuletzt 4-mal in Folge gewonnen. Insgesamt auch 9 seiner 12 Gefechte. Durch Sieg am Ende für sich entschieden oder einen Sieg errungen, sage ich jetzt mal. Sein erster Kampf außerhalb von Südamerika heute, und er macht das bisher ganz gut. Muss aber jetzt aufpassen, Schala wieder da. Schöner linker Haken vom Mann aus Landshut. Nächste Führhand, die ihr Ziel trifft. Er macht hier Punkte auf den Zetteln. Und ähnlich wie sein Sponsor Immobau baut er hier einen Vorsprung auf, den Garcia später nur schwer einholen wird. Schala macht hier vieles richtig. 30 Sekunden noch in dieser Runde. Mundschutz fliegt raus. Garcia will am liebsten trotzdem weitermachen, hat das gar nicht gemerkt. Das Adrenalin pumpt durch den Körper.
bei der Nummer 1 aus Venezuela im Schwergewicht. Es ist schon ein Gradmesser heute für Schala, der vielleicht stärkste Gegner seiner Profikarriere. Nächste gute Führhand. Und damit ist die Runde auch in den Geschichtsbüchern. Die sollte wieder auf Schalas Konto gehen. Was er hier exzellent macht, ist seine Führhand immer wieder zu bringen und exzellent auch zu kontern in den richtigen Momenten. Lockt seinen Gegner teilweise, sieht die Lücken, greift da an. Könnte natürlich noch mehr Kombinationen schlagen und häufigere Führhände am Stück bringen. Granit Schala auf der Gegenseite Garcia. Was er gut macht, er bleibt im Offensiv-Vorwärtsgang. Er lässt sich hier nicht abbringen von seiner Linie. Er zieht sein Ding durch. Ist natürlich defensiv häufig viel, viel zu offen. Läuft da in die Hände rein und findet noch kein probates und vor allem konstantes Mittel gegen diese Führung von Schala, die immer wieder kommt, akkurat. Da müsste Garcia viel, viel häufiger durchbrechen und klarer in seinen Angriffen sein. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie sich die Sache hier entwickelt. Es ist auf jeden Fall der engste und spannendste Kampf bisher am heutigen Boxabend hier im Argon Sportpark. Ringfrei für Runde 5. Schöne Führhand von Schala. Immer wieder trifft er da Garcia. So auch jetzt. Mit dem fehlt, wie ich das gerade schon gesagt habe, er müsste eigentlich einen klaren Plan haben. Wie komme ich an dieser Führung vorbei? Wie kann ich Schala wirklich nachhaltig attackieren? Das ist extrem schwierig. Vor allem auf diesem Niveau. Und bei der Boxintelligenz, die Schala einfach mit in den Ring bringt. Aber er muss es irgendwann riskieren. Jetzt Schala, schön, setzt jetzt auch nach. Nach diesen guten Treffern. Wie ein Fels, hat eine ganz, ganz ruhige Ausstrahlung, Granit Schala. Das ist auch spannend zu sehen, zwei völlig unterschiedliche Typen. Garcia da mit dieser offenen Aggression, die ihn schon ins Gesicht geschrieben steht, die auch einfach sein Naturell ist, nach vorne gehen, anzugreifen, und Schala dagegen. Wie ein Fels in der Brandung fängt er ihn ab. Muss jetzt auch selber mal einen Treffer nehmen. Aber natürlich auch technisch die Vorteile beim gut ausgebildeten Boxer aus Landshut. Schala treibt jetzt Garcia vor sich her. Da hätte er eben auch nachsetzen können. Jetzt macht er es. Schöner Aufwärtshaken. Und den spürt Garcia. Der zeigt aber kaum Ermüdungserscheinungen. Der Venezuelaner, das muss man ihm lassen. Nimmt das hier alles sehr, sehr gut, was Schala ihm da wirklich ans Kinn auf den Körper wirft. Diese 8 Kilo Gewichtsunterschied, die 8 Kilo, die Schala einfach schwerer ist in dieser Gewichtsklasse, die nach oben ja offen ist. Die machen einfach einen riesigen Unterschied. Hier wieder klare Treffer, aber Garcia marschiert konsequent nach vorne. Da muss man Respekt zollen. Diesem unerschütterlichen Angreifer aus Venezuela. Die letzten 30 Sekunden sind eingeläutet in Runde 5. Lässt die Deckung fallen, ein Zeichen von Selbstsicherheit. Es war vielleicht die beste Runde sogar von Schala, der hier wirklich extrem viele klare Treffer gesetzt hat. Immer wieder mit der Führhand, mit den Haken auf seinen Gegner eingedroschen hat. Hier auch mal die Rechte klar drin im Ziel, dann der rechte Aufwärtshaken. Das sind wirklich Kräfte, die da einwirken auf Garcia. Aber der hat weiterhin Spaß. Sitzt hier auf seinem Stuhl, pumpt aber jetzt schon deutlich heftiger
als noch eine Runde zuvor. Wir haben Halbzeit und die Frage, die ich mir am Kommentatorentisch stelle, ist, wie lange kann Garcia noch standhalten? Wie lange schafft er es noch weiter im Vorwärtsgang hier zu gehen? Runde 6 steht kurz bevor. Ringfrei zur sechsten Runde. Round 6. Ein Sieg von Schaller heute wäre ein großer Schritt Richtung Titelkampf, der sicher in den Köpfen von allen in seinem Team, Management, Trainer schon zumindest eine Rolle spielt. Aber natürlich muss man immer erst den aktuellen Gegner besiegen. Das macht er hier bisher gut, aber der Kampf ist noch lang. Boah, nächster schwere Treffer jetzt von Schaller, die Garcia einstecken muss. Und die zeigen Wirkung, da kann er mit dem Kopf schütteln, wie er will. Schaller hat ihn jetzt da, wo er ihn haben will. Bärenstarke Vorstellung vom Mann aus Landshut. Was Schaller hier extrem gut macht, ist diese kontrollierte Aggressivität, nenne ich es jetzt einfach mal. In den richtigen Momenten zuschlagen, nichts überstürzen, die Lücke suchen, auf die Fehler auch warten bei seinem Gegenüber. Und bei Garcia nimmt jetzt auch die Qualität und vor allem die Qualität in der Defensive doch deutlich ab. Die Treffer haben Wirkung gezeigt. Man sieht es nicht nur im Gesicht, es ist auch zu spüren hier am Ring. Schaller komplett am Drücker, sucht hier die Entscheidung. Garcia muss da raus aus der Ecke, sonst ist er ein einfaches Ziel, ein zu einfaches Ziel für Schaller, der jetzt hier mittlerweile nach Belieben dirigiert. Wie lange geht das noch gut aus venezolanischer Sicht? Der zweite Kampf des Jahres für Garcia. Guerrero hat er nach Punkten bezwungen in der Heimat, aber Schaller ist ein völlig anderes Kaliber. Letzten 10 Sekunden, auch in dieser Runde wird es keine Entscheidung geben. Aber mittlerweile sollte Schaller uneinholbar vorne liegen auf den Punktzetteln. Bei René Fiebig, Timo Habekost und Andreas Schweiger, die drei punkten hier dieses Gefecht. Beate Pöske heute als Supervisor vor Ort. Und unsere Zeitnehmer auch mal erwähnt, Melissa und Detlef Öffner, die sorgen dafür, dass hier alles rund läuft an der Uhr. Rund läuft es auch für Granit Schaller. Wir sehen noch einige Highlights des Mannes aus Granit, der damals von seinem Vater zum Boxen gebracht wurde. Und als er dann auch den Spaß an der Sache gefunden hat, wurde er immer erfolgreicher. Ehemaliger deutscher Vizemeister im olympischen Boxen. Seconds out. Kosovarische Wurzeln. Ringfrei. Kam offenbar mit ein paar Runde. Kilos zu viel in seine Kämpfe, vor allem zu Beginn seiner Profikarriere. Aber diese Probleme sind Geschichte. Er wirkt viel fokussierter als noch vielleicht vor 2 Jahren und deckt jetzt hier zu Beginn gleich Garcia ein, der aber auch viel zu offen nach vorne geht. Das ist ja ein Angriff ohne Plan und er wird dann natürlich heftig bestraft auf diesem Niveau hier. Vom 1,93 Meter kühlen Granit Schaller erst recht. Der hat hier jetzt richtig Spaß gefunden.
Agon ja noch mit einem weiteren hoffnungsvollen Schwergewicht unter Vertrag. Alexander Müller vom Berge, der boxt heute hier nicht. Zuletzt im September in Wuppertal einen Sieg gefeiert. Also speziell im Schwergewicht auch der Agon Boxstall. Sehr, sehr gut aufgestellt. Macher und Inhaber Ingo Volkmann hat ja mal in einem Interview vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt, er hofft auf ein bis zwei Weltmeister in den großen Verbänden. Auch Kranit Schaller hat zumindest das Potenzial dazu. Der Weg ist natürlich noch sehr, sehr lang. Man kann es jetzt noch nicht hundertprozentig abschätzen. Vor allem kommen die Leistungssprünge ja dann auch oft, wenn man sich auf dem Niveau bewegt. Aber vor allem zwei Männer, die wir später noch sehen, haben das Potenzial. Ein Weltmeistergürtel in den großen Verbänden der WBO, WBA, WBC oder IBF zu erringen. Jack Hulka und William Skull, die sehen wir später noch. Jetzt sehen wir allerdings Kranit Schaller, der weiterhin den Kampf dominiert. Letzte Minute in der siebten Runde. Garcia fällt zu wenig ein. Es ist immer Schema F, derselbe Angriffsweg. Wie wenn du in der Schlacht immer durchs Zentrum angreifst. Das weiß dann natürlich irgendwann dein Gegner. Und Schaller, der ist variantenreich. Und weiß genau, mit diesem Gegner hier heute umzugehen. Nächste schöne Rechte im Ziel. Garcia ist gezeichnet von diesen Treffern, die Schaller immer wieder und wieder angebracht hat. Könnte jetzt nachsetzen. 15 Sekunden noch. Er lockt seinen Gegner da, muss dann auch mal einen Treffer einstecken. Da gibt es auch gleich den mahnenden Zeigefinger von Trainer Akron Kurtisi, der seine Fight Power Academy in München auch hat. Dort ist Schaller groß geworden und er war sehr, sehr dankbar, dass er sein Team mitnehmen konnte hier zu Agon. War auch eine Grundbedingung. Eine Autodurchsage, bitte folgende beiden Wagen, bitte bei der Vertragsverhandlung damals. Berliner Kennzeichen, schwarzer Audi mit PD. Und jetzt ist es mittlerweile eine Win-Win-Situation. Blockiert die Einfahrt und auch ein weißer BMW. Schaller hat sich, seit er hier bei Agon ist, auch unter der Ägide von Kurtisi weiter gesteigert. Mit seinen 26 Jahren kommt er jetzt bald in das beste Alter. Aber vor allem im Schwergewicht gilt ja, age is just a number. Man sagt ja, Boxen ist der Sport der jungen Leute. Im Schwergewicht ist das etwas die Ausnahme. Klar, auch da ist die Primetime in den späten 20ern, frühen 30ern. Aber immer wieder sind da auch die Boxer gereift wie guter Wein, wie es der einstige Champion Lennox Lewis mal so schön ausgedrückt hat. Also da sind noch Leistungssprünge möglich bei Schaller und zwar sehr, sehr große. Schöne Führhand, könnte jetzt auch die Rechte direkt hinterher geschossen kommen bei Schaller. Möglichkeit ist da und da kommt sie auch und da trifft sie auch hart und jetzt ist Garcia angeklingelt und jetzt kann Schaller nachgehen. Garcia rettet sich da an die Seile. Wildeste Aktion des Kampfes. Und jetzt macht er das, was er einfach macht, wenn er angegriffen ist. Er greift selber an, Garcia. Und da ist Schaller natürlich auch gut beraten, da jetzt nicht ohne Plan nachzusetzen. Denn im Schwergewicht bei der Gewichtsklasse 115 Kilo wiegt auch Garcia. Da kann auch so ein wilder Schwinger mal den Kampf komplett drehen. Aber wir haben gesehen, Schaller hatte ihn so nah am Knockdown wie noch nie am heutigen Abend.
Nächste gute Führhand. Wann kommt die rechte, fragt man sich hier im Publikum. Denn die ist es, die dann die entscheidende Wirkung entfaltet am Kinn von Garcia. Nächste gute Führhand. Also was Garcia hier auch einsteckt, ohne zu Boden zu gehen. Auch das ist mal aller Ehren wert. Der Mann aus Venezuela. Nehmerqualitäten par excellence. Aber diese Schwinge hier, die kosten ihn natürlich Kraft. Und vor allem dann auch die Konter von Schala. Auch hier geht wieder einer ins Leere. Und da macht sich dann natürlich auch irgendwann Frustration breit. Also in Sachen boxerischer Intelligenz, da liegen einfach Welten zwischen diesen beiden Akteuren. Da ist Schala auf einem völlig anderen Niveau, auch defensiv viel, viel stärker. Dazu die natürlichen Vorteile in Sachen Größe, Reichweite und Gewicht. All das spielt dann hier einfach zusammen und bringt Schala hier klar nach vorne. Jetzt kommt aber auch mal einer von Garcia, der zumindest am Gesicht wischt. Des Mannes aus Landshut, der hier aber weiterhin auf den Punktzetteln vorne liegen sollte, und zwar deutlich. Runde 8 ist vorbei. Kranichala gegen Luis José Marin Garcia. Und da sehen wir diese richtige Rechte, die Garcia wirklich ordentlich durchgerüttelt hat. Dann hat er da irgendwie Glück, dass er an den Seilen einen Zufluchtsort findet, ein Safe Space. Und dann hat er sich auch wieder schnell davon erholt. Das muss man ihm lassen. Sehr, sehr starkes Kinn. Garcia. So eine Rechte von Schala muss man auch erstmal nehmen. Nehmerqualitäten ja auch ein ganz, ganz großes Thema im Boxen. Gerade im Schwergewicht machen sie dann oft den Unterschied aus. Der Mann mit den größten Nehmerqualitäten ist derzeit wahrscheinlich Tyson Fury. Die Nummer 1 im Schwergewicht. Da will Schala auch irgendwann mal hin. Den Brocken Garcia hat er auf dem Punktzettel jetzt schon aus dem Weg geräumt. Die nächsten zwei Runden aber muss er auch noch konzentriert bleiben. Schön aufwärtshaken. Schala zeigt hier keine Zeichen von Ermüdung. Nächster schöner linker Haken, der da voll sitzt. Aber Garcia schüttelt das einfach weg, als wäre es eine kleine Gesichtsmassage. Da hat Garcia ihn mal erwischt, aber nichts Nennenswertes. Schala weiß natürlich auch, er liegt vorne, er muss hier nicht alles riskieren. Wir haben das vorhin schon vom Argon-Mittelgewichtler Thomas Picciarillo gehört, der da bei klarer Führung einfach gesagt hat, ich boxe jetzt kontrollierter, dosierter. So wirkt das zumindest in dieser Runde bei Schala auch. Der jetzt aber seinen Gegner wieder lockt da an den Seilen. Ah, schön rechts rausgegangen, da hätte er jetzt nachsetzen können. Führhand kommt immer wieder exzellent von Schala. Das ist hier sein Gamechanger gewesen, den ganzen Kampf über. Garcias Signature Move, fast schon dieser wilde Schwinger mit der rechten, der aber bisher noch nie sein Ziel gefunden hat. Da wäre sicherlich extremer Wumms dahinter. Aber so einfach lässt sich Schala natürlich nicht eindecken. Bewegt sich da immer gut weg. Nächste gute Führhand. Er macht einfach die Runden durch diese Führhandtreffer. Selbst jetzt in dieser. Seine vielleicht verhaltenste Runde bisher in diesem Kampf. Bringt trotzdem mit der Führhand immer wieder Aktionen. Kranichala.
Ja, schöne Kombination von Schala. Die letzten 10 Sekunden brechen gleich an in der vorletzten Runde. Und dann ist es soweit. Runde 9 in den Geschichtsbüchern. Eine haben wir noch. Explodiert Schala nochmal oder bringt er das jetzt einfach nach Hause, wie man im Fußball sagen würde? Klare Führung für ihn auf den Punktzetteln. Die letzte Konsequenz, aber die fehlte jetzt zuletzt. Und Garcia hier mal mit einem schönen Aufwärtshaken. Den Lächelschaller zwar weg. Also wenn man eine Runde in diesem Kampf überhaupt Garcia geben kann, dann wäre es die letzte. Da hat er wirklich mal 2, 3 Aktionen gehabt. Aber alles in allem ist das viel zu wenig. Vor allem ist es nicht klar genug, was der Venezolaner bringt. Wir gehen in die letzte Runde dieses Schwergewichtsgefechts, das einiges gehalten hat, was es versprochen hat. Letzte Runde, da wird nochmal nachgebessert an den Handschuhen, damit da auch alles sitzt. Und dann starten wir mit einer leichten Verspätung rein. Und wir werden vermutlich das sehen, was wir immer gesehen haben. Garcia im Vorwärtsgang, unermüdlich. Er steckt ein, aber er marschiert nach vorne. Dafür hätte er eigentlich noch einen kleinen Award verdient, was der hier eingesteckt hat und trotzdem diese Mentalität bewahrt hat. Angriff ist die beste Verteidigung. Jetzt stellt ihn Schala schön an den Seil. Nächste schöne Führhand. Die zeigen jetzt auch einfach viel mehr Wirkung als am Anfang. Jetzt hebt der Schala da hoch. Vielleicht wollte er ihn da schon als Sieger feiern, ich weiß es nicht. Aber hebt da kurz ab. Oh, jetzt tauschen sie beide aus. Und das ist eben bei Garcia immer noch der Fall. Der ist immer noch gefährlich, auch hier in der letzten Runde in solchen Duellen, wo da mal die Schläge hageln. Da muss sich Schala jetzt eigentlich nicht mehr drauf einlassen. Schöne Maid-Bewegung. Und Schala hat ihn jetzt da an den Seilen, in der Ecke, genau da, wo er ihn haben will. Die Rechte von Schala, wenn er die noch häufiger bringen würde im richtigen Moment. Das ein oder andere Mal hat er es getan, da ist Garcia extrem oft offen. Letzte Minute. Was haben die beiden noch im Tank nach diesen aufopferungsvollen 30 Minuten im Ring? 29,5, um genau zu sein. Ging ja etwas später los hier in der letzten Runde. Schön auch nochmal von Garcia, der sich hier nicht aufgibt. Also auch da vollen Respekt an den Mann aus Venezuela, der bis zum Schluss hier aktiv bleibt, der viel eingesteckt hat. Der Kranichala aber auch mal wirklich gefordert hat, was nichts ändern sollte am klaren Sieg des Mannes, der in Hof geboren ist und nun in Landshut lebt. Kranichala hier im Bild. Man sieht dann doch,
Natürlich war das auch für ihn hier anstrengend. Das ist für jeden Schwergewichtler anstrengend, 10 Runden auf doch relativ hohem Niveau zu gehen. Da sehen wir nochmal diese schöne Führhand, die immer wieder getroffen hat. Schalla immer wieder gut da mit seinem Jab in Aktion gewesen. Das Nachsetzen, das hat vor allem am Ende des im letzten Kampfdrittel etwas gefehlt, da die Kombination auch mit der rechten nochmal nachzugehen, aber auch das war oft zu sehen. Also Schalla hat großes Potenzial und er sollte hier heute seinen nächsten Sieg eingefahren haben. Im nächsten Jahr ist er dann aus der Sicht von fast allen reif für seinen ersten Titelkampf als Profi. Da ist auch von Seiten von Argon einiges in Planung für den Schwergewichtler aus Landshut. Jetzt kommen wir aber erstmal zur offiziellen Urteilsverkündung durch unseren Ringsprecher aus Wien, durch Ronny Leber. Gentlemen, we have a result and a winner. Wir haben ein Ergebnis und einen Sieger mit einem einstimmigen Ergebnis. The winner of this fight by unanimous decision. Ippu Granit Schaller!